So, schönen guten Abend. Ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren Pack-Opening. Mal wieder aufgenommen. Denn, wie ihr seht, gibt es jetzt die 25K-Packs mit nichts als Spielern, wovon nur 12 drin sind, 10 golden und davon 3 selten. Dies ist wieder limitiert, deswegen hoffen wir mal, dass was Gutes kommt. Ich warte ja bisher immer noch auf den ersten Walkout. Wäre schön, wenn er dabei wäre, weil diese Packs bringen schon eine Menge, denke ich. Und ja, wer es noch nicht weiß, es ist mittlerweile aber so, dass ich sogar schon zwei Once Watch gezogen habe. Leider nicht im Pack Opening bisher. Das hat irgendwie auch nicht geklappt, was richtig alles zu ziehen, aber das wollen wir heute ändern. Da sind es bisher eher so, dass wir durchschnittlich Karten gezogen haben, Pack Opening. Aber wie gesagt, das wollen wir nur ändern und deswegen werden wir ein paar Packs ziehen. Neben den Premium Gold Spieler Sets hat er auch ein paar normale Premium Gold Sets. Aber ich will nicht lange um heißen Brei rumreden, deswegen fangen wir jetzt mal an. Und hoffen mal, dass was Geiles rauskommt. Ah, drei normal seltene. Andreas Pirlo! Spiel, damit ich mich gar nicht so klarkommen werde, weil wir müssen uns nur das Tempo angucken. 39 Tempo. Der ist in Jakob, aber Dean Elli. Ein sehr junger, potenzieller Spieler, den ich aber behalten werde, auch wenn er wahrscheinlich ein bisschen was wert ist. Dann tun wir die schon mal zum Verein und die hoffen, das sind ein paar. Kiew, ich glaube nicht, dass er so viel wert ist, aber da gucken wir mal. Vielleicht lasse ich mich da ja. Oh! Eines Besseren belehren? Ja, also für 500 kann man den wohl doch reinstellen. Also. No risk, wir versuchen es mal für 500. Das ist zwar günstig im Vergleich zu anderen, aber ja. Immer noch ein guter Preis und Sofortkaufpreis, sage ich mal. 1500. Machen wir mit der mal. Der so ganz interessant auch nicht ist. Naja, Gummis. Ebenfalls, den haben wir auch schon mal gezogen gehabt. Der Preisvergleich, ja, 350. Ah. Also ist. Der könnte auch für 500 über den Tisch gehen, deswegen testen wir es einfach mal. Ob der auch für 500 über den Tisch geht. Und Sofortkaufpreis 1000 mehr kriegen wir dafür, glaube ich, nicht. Danach kommt ein Spieler, den ich persönlich sehr mag, der bei mir auch im, den ich schon habe, im Team. Ja, okay, der Kimmich im Verein hat mehr Verträge. Also lassen wir den im Verein. Und den setzen wir definitiv auf Transferliste. Bei Kimmich, der ist schon, ich meine, 1000. In dem Bereich müsste er schon wert sein. Ja. Verirre mich gar nicht mal. 1000 ist ja schon wert, auch wenn hier noch nicht viele Gebote sind, aber der Junge, der ist auch viel gehypt, ja, ist, dass der Preis nach oben steigt und dafür ist dann 1000 eigentlich ganz gut. Ja. Mal gucken, ob wir den loswerden. Was schon nice ist. Also der zweite Kimmich jetzt. Ich euch allen nur ins Herz legen kann, wenn er Foot spielt. Weil Joshua Kimmich ist wirklich ein sehr guter Spieler, der bei mir zwar nur auf der Bank sitzt im Moment, weil ich dann noch ein bisschen stärker besetzt bin mit der Stammbesetzung. Aber wenn ich ihn einwechsel, bringt er sofort Leistung und ja, mischt schon ganz schön die Gegner auf. Yankee glaube ich nicht, dass. Pickney. Oh, direkt schon einer verkauft worden. Ja. 400. Wird wohl nicht viel. Achso, wir sind hoch, weil wir überboten wurden beim Trikot. Ich habe nämlich versucht, noch ein Trikot zu sneaken, aber das ist nicht das Wichtigste, das Trikot. Deswegen das irgendwann. Andermal, weil ich da will ich noch ein geileres Trikot als bisher. Also, ich würde sagen. Ja, machen wir mit dem nächsten Premium Gold Spieler Set weiter. Hoffen, dass jetzt mal was richtig, richtig Hammergeiles rauskommt. Also, und war raus.
Es dauert, das ist manchmal ein gutes Zeichen. Und. Ah, drei normale Sternschnuppen, also nichts Besonderes. Omeru. Spielt ihr überhaupt? Also, den Verein kenne ich gar nicht. Und Donnarumma, also Donnarumma, das ist. Den kann ich euch allen nur ans Herz legen. Das ist wirklich so ein geiler Torwart. Richtig blutjung noch und richtig viel Potenzial. Der wird wahrscheinlich, ich gucke einfach mal spaßeshalber, ob er was wert ist, aber trotzdem behalte ich ihn, das kann ich schon mal verraten. Nö, 650 geht er weg, also mit den Leuten ist, naja. Der spielt in der Super League bei Alayaspor oder so ähnlich, das kann ich nicht aussprechen. Und ja. Sehnt. Nichts ganz Besonderes und viele Doppelte auch wieder, also. Geld finden wir schon mal. McGinn, denke ich, ist bestimmt ein bisschen was wert. Nö. Also der kann schon mal weggehen. Mignolet, ich weiß nicht, wie viel er wert ist. Ich denke, 500 sollte man schon für ihn kriegen. Ja. Mit 500 lege ich gar nicht so schlecht. Das ist halt ein guter Anfangstorwart, wenn man sich ein Premier League Team aufbauen will. Mignolet, weil er halt nicht so teuer ist. Den besitze ich schon mal durch ein Pack. Versuchen wir mal, 1000 rauszuholen. Was denke ich auch nicht ganz unmenschlich ist. Perez. Spanische Liga. Denke ich, sollte auch was wert sein. Boah. Stellen wir auch mal wieder für 500 rein, weil. Ja, was. Teilweise sehr teure, sehr günstige, die dann klar weggehen. Gehen wir einfach mal in die Mitte, was wir so sehen, ungefähr dazwischen. Noch ein Spieler aus der spanischen Liga, Garcia. Sollte ja. Ja, 500. Okay. Kann man auch mitleben. Wenn ihr wirklich auch, wie ich schon mal sagte, im letzten Video Ideen habt, was ich noch so machen soll oder kann, schreibt das in die Kommentare. Dann versuche ich das auch möglichst umzusetzen. Ich muss vom letzten Video, muss ich zugeben, aber auch noch die Kommentare lesen. Da hatte ich bisher noch keine Zeit zu. Weil ich denke, das ist ein bisschen verständlich. Ja, 800 würde ich sagen. Was ich so sehe. Das gefällt mir vom Preis. Machen wir mal 2000 Sofortkaufpreis. Was auch nicht so hoch ist. Ich euch nach dem Pack-Opening wahrscheinlich mal zeigen werde, es sind ein paar meiner Teams. Aber da wir jetzt erstmal noch bei einem Pack-Opening sind, schnacken wir nicht lange und das nächste Gold-Premium-Set. Nein, wir machen jetzt mal ein Nose-Pack. Und drei normale Sternschnuppen. Nasri. Also Nasri ist doch ein Spieler, der ist ganz in Ordnung. Den wir aber schon haben. Hat er nicht so toll. Mal gucken, was Bovo, also wir nehmen erstmal Soldado. Auch Weidenfeller. Nehmen wir erstmal den Fein und den Rest gucken wir mal. Also Nasri, der sollte, denke ich mal, schon ein bisschen was wert sein bei seiner Price Range of 1000, denke ich mal. Mindestens ist so der Startpreis. Oh, also ist er mehr wert, als ich dachte. Ja, so 1,5 ist so ungefähr die Mitte. Dann war das mal. Aber beim Sofortkaufpreis, denke ich mal, werde ich 2000 machen, weil da habe ich gesehen, da haben manche richtig hohe, andere passende. Oder nee, 3000. Welche 3000 ist doch besser. Oder sogar 3,5. Erstmal, wenn das nicht klappt, so verkaufen, kann man immer auch mal runtergehen. Und das Ganze
korrigieren, dass man da noch mehr Münzen kriegt, als wenn man die abstoßen würde. Bei ihm hier, da sagt man nicht viel. 2,5, ja, also kann man abstoßen. Der soll 300 fürs Abstoßen. Können wir auch machen. Und Boca, also ehemaliger Bundesligaspieler auch, vielleicht deswegen für manche interessant. Ich bezweifle es zwar auch. 400 doch, ja? Ja, also 500. Das ist dann noch mehr als Abstoßwert. Ist auch noch was Positives wieder. Ja. Dann nehmen wir es mal mit und sofort drauf bei 1000. Ist, denke ich, auch für die meisten, dass sie sich während Boca haben will, leisten können. So, wir haben noch zwei. Wir machen jetzt mal nach ungefähr der Hälfte mal ein normales Gold-Premium-Set auf. Vielleicht bringt das dann ja Glück dazwischen, dass wir ein Gold-Premium-Set wieder aufmachen. War auch lange. Und, na, ein seltener Spieler, Torwart aus Griechenland, Kanitsis. Sagt mir persönlich nichts. Ja, ich auch nicht. Ja, drei Spieler. Alles irgendwas, was wir erstmal mitnehmen. Und fein, aber kein Hammerding. Deswegen. Gucken wir mal, dass jetzt nochmal die Pearl Trail of Sex was richtig Geiles raus von die Spieler. Wenn wir schon 12 Spieler nur kriegen dadurch. Müssen doch nochmal Geile dabei sein. So, komm. Hauen wir das nächste raus. Und eine Dicke! Ein Inform! Es ist Gale! Schade, dass es ein Inform ist und dann Silber ist ein bisschen die Enttäuschung, aber der erste Inform, den ich ziehe. Oh. Ja, ich bin da oben durchgetappt. Man hat es gesehen. Den nehmen wir erstmal mit Inform. Also es ist nice, einen Inform zu ziehen. Auch wenn ich nicht wirklich brauche. 26k! Also, ja, 25k dafür kann er weggehen. Also, geil. Erster Inform und der ist gleich was wert. Auch wenn nur Silber ist. Ich kenne ihn selbst nicht und weil ich selbst damit nichts anfangen kann, nehmen wir da klar die 25k mit. Also für meine Teams wäre das nix. Moment. Und Sofortkaufpreis, denke ich, setzen wir aber auf 40k. Oder? Moment, ich gucke mal, was haben wir Sofortkaufpreis. Nee. Sofortkaufpreis. 40 wäre zu wenig. Machen wir 80. So wie ich das sehe, ist das noch weniger als manche andere haben. Oder vertretbar, aber. Ja, also. Der erste Inform. Nice. Auch wenn er nur Silber ist. Ich habe zwar die dicke Sternenschnuppe. Ich dachte, ja, jetzt kommt was richtig Geiles, ein Workout. Und dann sehe ich die Silber. Das Silber ist, merke ich dann. Sternenschnuppe war ja Silber. Und da sehe ich auch die silberne Karte danach und da dachte ich, ja, Info und Silber. Hm. Nur Silber. Aber der Preis. Hammer. Und, oh, ich sehe Guerrero. Der geht für ein bisschen was. Ja, 800 Dia. Mehr kann man für den nicht kriegen. Sofortkaufpreis 1,5. Aber es in Inform, das bringt schon mal Glück. Also, es war gut, dass wir davor dieses ein normales Pack gezogen haben. Das machen wir deswegen gleich nochmal. Und danach dann am liebsten hat es da sowas wie Ronaldo oder so. Weil dann mit solchen Spielern ist man richtig reich. Guerrero als günstiger, den müsste man nicht im 500er Bereich gehen. Mmh. 800 kann man für ihn auch schon nehmen. Rafa kann ich euch auch nur als Rafael Guerrero als Herz legen. Er ist ein wirklich junger Spieler und ein guter Anfangsspieler für den Bundesliga-Squad. Und ja, wahrscheinlich nicht so teuer. Wie ihr seht, ich biete ihn für 800 an und dann sofort kaufe 2000.
Eventuell gehe ich noch ein bisschen nach unten, wenn das nicht wird. Aber bei diesem Spieler, ich glaube, boah, 800, nice. Ich dachte, der wäre völlig wertlos, aber auch 800 kann ich mitleben. Und wie gesagt, also ihr könnt mir auch gerne mal, wie gesagt, ich habe ja schon zwei Wants to Watch gezogen und jetzt den ersten Inform, in die Kommentare schreiben, was ihr schon so Geiles gezogen habt. Ob da auch schon mal ein Walkout dabei war oder ob das auch nur ein Want oder Wants to Watch oder Inform oder wen so überhaupt an geilen Spielern. Es gibt ja auch geile Spiele, die kein Walkout sind oder keine Wants to Watch, also wir haben nochmal das Premium Gold Pack raus. Das hat eben so viel Glück gebracht. Hoffen wir, dass es das nochmal tut. Ah, wieder ein Renoir. Der Traumitwald von PSV. Guardado. Den haben wir schon. Die anderen Sachen nehmen wir schon mit. Und das sind zwei Spieler. Lazio Rom, ich weiß nicht, ob das was wert ist, das ist von Genk, glaube ich nicht, aber. Nee, das will auch irgendwie keiner. An die können wir gleich. Aber ich glaube, Guardado ist ein bisschen was wert, so 800 bis 1000. Ja, 1000 lag ich gar nicht so schlecht. Und. So nice, wie ihr seht, ich habe jetzt auch ein Overlay. Die Leute, die es noch nicht auffallen ist, das hatte ich das letzte Mal nicht. Und wo ihr sehen könnt, wie ihr mich auf Facebook findet, wo ich dann später auch noch ein paar Bilder, denke ich mal, vom zweiten Wants to Watch oder auch von dem gerade gezogenen Inform-Spieler reinhauen werde. YouTube ist klar, weil es jetzt steht. Das ist da und wo ihr mich halt unter Twitch findet, da ich ja auch Livestreams mache. Nur heute habe ich mich mal wieder für eine Aufnahme entschieden, auch was dann ja die zweite Aufnahme ist. Das letzte Mal, wo ich aufgenommen habe, habe ich das ja gemacht, weil Twitch dann nicht funktionierte und 800. Also den kannte ich auch nicht, der Thomas, dass der was wert ist, aber wir kriegen ein bisschen Packluck, also das ist schon nice. Und gleich, dann hoffen wir mal auf was richtig Geiles, wie gesagt, aus dem letzten Jumbo Premium Spieler Set. Gold, wie heißt das nochmal? Nee, Gold Premium Spieler Set. So rum. Da kaufen wir beide einzeln. Ich habe mich auch mal die neue Animation, die sich der FIFA ausgedacht hat. Ihr seht zwar nicht, wie viele Münzen ich habe oder wie viele Dings. Und ja, wir hauen das letzte raus und danach hauen wir noch ein paar Premium-Sets raus und gucken wir mal, ob das was richtig Geiles wird. Eben. Nein, es sind nur drei seltene. Schade. Es ist Snyder. Ja, mit Snyder kann man vielleicht ein bisschen anfangen, bevor. Da war auch Mamadou Dahoud, der ist auch ein interessanter Spieler. Also für Karrieren, wie er hier so ist, weiß ich nicht. Aber die wäre ich definitiv, denke ich mal, auch im Team Assessen. Und Bruno und Cardoso, die, denke ich, beide noch ein bisschen was wert sind. 50. Ja, ich denke, 800 kann man da schon machen. Und ja. Ich sag nur, wird sein Cardoso. Ja, wenn man zu lange drückt, dann ist man schon wieder beim Preis zu tief, wo man hin wollte. Aber wenn er nur 3 und 4, ich denke 500, wenn überhaupt. Vielleicht ist das auch Abschluss. Ja, 500 ist machbar und akzeptabel, also. Bisher bin ich solche Spieler aus der griechischen Liga sehr schwer losgeworden, weil die wenigsten suchen Spieler aus der griechischen Liga.
Und Palatinakos habe ich jetzt auch schon Marien, also Kadote jetzt zweimal. Dann noch. Wer war es nochmal, der bei Braunschweig letztes Jahr gespielt hat und jetzt da spielt? El Yunusi? War das der eine und der andere weiß ich gar nicht. El Yunusi. Ja, ich weiß, wir haben keine dieser Sets mehr verfügbar. Deswegen machen wir jetzt noch so. Mal gucken, wie viele. Ich denke mal so. So. Ungefähr 5. Also ganz genau weiß ich es gerade nicht. Moment, ich lasse mich gerade nochmal durch. Kalkulieren, wie viele wir aufmachen, dann kann ich es euch genau sagen. Wir machen noch so 7 Packs auf. Von dem Premium und dann gucken wir mal, was da drin ist. Weil das andere morgen. Dadurch, dass ich ja vorbestellt habe, gibt es da ja auch wieder Packs. Hauen wir dann die restlichen FIFA-Points drauf. Vielleicht lade ich noch ein ganz bisschen nach. Das muss ich dann mal gucken. Je nachdem, wie es bei euch auch ankommt. Ihr könnt mich natürlich auch jederzeit unterstützen. Den Link habe ich zwar jetzt nur im Stream, aber ich denke, den könnte ich auch euch hier drunter machen. Über Donations freue ich mich natürlich, aber das ist jedem frei überlassen, da ich das Ganze. Wie gesagt, aus Spaß kann ich sagen, mache und mir es nicht um Geld geht, wie anderen YouTubern, die einfach erfolgreich sein wollen und denen es ums Geld geht, weil ich finde, es muss wichtig sein, dass man die Leute in erster Linie unterhält und wenn es ihnen gefällt, soll es ihnen freigestellt sein, ob sie das unterstützen möchten und Donations geben möchten oder nicht. Was die anderen machen, dass man nicht nur abonnieren ist ja kostenlos, aber man kann ja auch schon kostenpflichtige Abos abschließen, die dann den YouTuber unterstützen, aber einem selbst ja auch was kosten. Aber naja, wir gucken mal jetzt, was dieses Pack uns bringt. Non-Rare. Aus der finnischen Liga. Nee, der spielt in Italien. Muss mich verbessern. Oh, und 1000 Münzen zumindest. Zumindest immerhin eine Kleinigkeit. Den Rest nehmen wir erstmal mit. Da werde ich auch, da ich nämlich vieles habe, auch eure Meinung gehören. Wenn ihr mal wollt, dass ich mit euch zusammen in einem Livestream ein bisschen da im Verein aufräume, seid ihr dazu willkommen, dann schreibt es in die Kommentare, dann können wir sowas mal machen, weil wir haben schon ja ordentlich was an Spielern zusammen, wo man ein paar bestimmt noch verkaufen kann. Wo ich selbst auch überlegen will, weil der eine Wants to Watch ist Umtiti, ob der einen Inform kriegt, weiß ich nicht wirklich. Ob man den verkaufen sollte für 50k, das ist aber eure Meinung. Antonio Rüdiger ziehe ich hiermit auch zum zweiten Mal. Ja. Ich hoffe mal, dass er ein bisschen was wert ist. Ach, und noch einen italienischen Trainer. Okay, ob der so viel wert ist, weiß ich nicht. Aber Rüdiger, ich denke mal so 1000. Sollte ja schon wert sein. Ja. Ja. Also 1000. Wenn ihr auch meint, ich könnte ruhig mal höher pokern bei den Preisen, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben, weil ich bin da ein sehr Humaner, der sagt, okay, wir machen nicht so viel. Oh, wir haben wohl auch irgendwas verkauft, weil ich sehe gerade, wir haben viele Münzen. Mehr als nur durch die Schnellverkäufe, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Dann gucken wir da gleich auch mal. Und ein italienischer Trainer, ich denke mal, der sollte schon so 200 wert sein. Ja, 200. Aber auch nicht mehr, Sofortkaufpreis 1000 machen wir da. Wenn wir loswerden, ist gut, sonst kriegen wir halt nur noch ein paar Krümmel in Anführungsstrichen an Geld für ihn. Deswegen, so, komm, Marco. Bring uns jetzt was Gutes. Als Coverstar, richtig geil, Spieler, wäre schön. Und es ist wieder ein normaler, seltener. Es ist
Iraisos. Auch nicht der ganz größte Hammerspieler. War ein bisschen was. Und da ist ein Isländer. Ja, bei Galatasaray. Das müsste Sigthorsson. Da haben wir Sigthorsson gezogen, weil das ist dieses. Ich weiß nicht, was für ein Teil das dazwischen sein soll als Zeichen, aber Sigthorsson ist es definitiv der Name. Ich denke, er sollte mal auf 500 weggehen. Einfach wegen dem Namen auch. Und Isländer sind ja bei manchen auch beliebt, weil so wenig gibt es da auch nicht in FIFA. Man kann sogar fast, soweit ich weiß, man kann sogar ein theoretisch ein isländisches Team aufbauen, weil es mehr als 11 Spieler gibt. Es gibt halt nicht genug für die Nationalmannschaft. Da hat sich ja der isländische Verband leider quergestellt, weil sie gesagt haben, wir wollen mehr als ihr uns bietet von EA. Dafür, dass man nur hätte 2 Spieler lizenzieren müssen. Ja, viele isländische Spieler sind ja dabei. Halt alle außer 2, wie gesagt. Wie auch Sigthorsson. Der ja auch wirklich seinem Namen einmal gerecht wurde, weil er genau das Siegtor schoss. Also Sigthorsson ist schon ein guter Spieler. Abeloa, denke ich, ja, 500. Aber Moment, ja, doch. Weil er bringt nichts für die Challenges. Deswegen denke ich nicht, dass er viel wert ist. Challenge weiß gar nicht, ob die noch aktiv ist mit dem Premier League Spieler des Monats. Also Sterling, ja, wer noch haben will, den Lila Sterling, der sollte sich beeilen, wenn diese Challenge noch aktiv ist. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, ob die was aktiv ist, und ja, Fitnesstrainer, ich glaube nicht, dass der was wert ist. Aber ich lasse mich mal überraschen. Ich habe mich schon manchmal überraschen lassen, aber wie ich schon dachte, der ist nichts wert. Dann kommen wir jetzt zu den letzten 4 Packs. Noch ein bisschen Spannung. Ob wir was Geiles ziehen, aber irgendwas Geiles muss noch kommen. Dieser eine Inform, das kann doch nicht das Ende gewesen sein. Wieder ein seltener Torwart von AS Rom, das müsste Chesney sein. Ja, das ist Chesney. Der auch nicht der allergeilste ist. Auch wenn wir genug Stadien haben. Wir nehmen es erstmal mit und der 3 Spieler wieder, die wir verkaufen können. Wenn sie was wert sind. Vorausgesetzt. Der Argentinier, ja, 500. Weil momentan gibt es ja, meine ich auch. Ah ne, mit Argentinien gibt es keine Challenge. Das sind ein paar andere Länder, wo man Team zusammen muss aus deren Ländern. Was die Challenge ist, wo man dann, wenn man alles hinkriegt von Länderspielen, auch ein Megapack kriegt. Wenn ihr auch mal wollt, dass ich Squadbuilder Challenges euch zeige, würde ich dafür auch alles geben und machen. Ich habe ja schon ein paar gemacht, die aber offscreen, aber das Ergebnis könnte ich dann euch halt sagen oder zeigen. Weil der Lila Sterling, den habe ich zum Beispiel gemacht, den Premier League Spieler des Monats, weil das ist schon ein Vorteil, wenn man so einen Spieler hat in den eigenen Reihen. Naja. Den Ball haben wir auch schon, aber ich glaube nicht, dass ein Ball was wert ist. Wenn doch. Das hat man selten, dass Leute auf Bälle bieten, also man kann immer mal gucken, weil es immer doch mal Überraschungen gibt, aber es ist sehr selten erfahren. Und 2 seltene zumindest, das ist schon mal ein Fortschritt. Der Stürmer von Krasnodar, Smolov. Und ein Sam. Den habe ich schon mal verkauft. Irgendwie will keiner wirklich Sam. Also Sidney Sam, das ist ein Spieler, der ist bei den FIFA-Leuten nicht mal mehr so beliebt. Und ich selbst brauche ihn persönlich nämlich auch nicht. Der ist nämlich bei Schalke ja selbst aussortiert und viele sortieren deswegen auch aus. Und bei mir spielt er selbst, gebe ich ehrlich zu, auch keine Rolle.
weil er auch keine Chancen hat, ins Team zu kommen, weil ich da deutlich bessere Spieler habe auf seiner Position. Und auch das Einzige, was erstmal reinkommt. Abate, ich denke mit dem 800. 1000. Oh, 1,5. Das ist nice. So, 1,5 kann für Abate kriegen. Dann machen wir sofort drauf bei 4000. Wo denke ich auch mal ein bisschen was rausholbar ist noch. Und ja. Und bevor Fragen kommen, das Pack-Opening morgen, also am Montag, werde ich, denke ich mal, im Livestream machen. Wieder was danach, na klar, aber auch auf YouTube ist zum nochmal nachschauen und den Spieler will irgendwie keiner. Das Las Palmas Wappen, ich glaube zwar nicht, dass es was wird, aber ich kann ja mal gucken. Nee, das können wir auch abstoßen. Die letzten beiden Packs. Und Non-Rare. Also das kann nicht sein, dass man Non-Rare im vorletzten Pack kriegt. Ja. Zumindest noch ein. Zwei nice Trikots eigentlich, wie ich das. Von Norwich sieht gar nicht so schlecht aus. Dortmunds drittes Trikot, das, was wir in der Champions League haben. Leider nicht das Weiße, was Dortmund ja auch hat. Als Ausweichtrikot noch, aber. Auch nicht. Und das Gasttrikot von Norwich. Oh, schwarz mit gelb, grünen Streifen sieht auch nice aus. Also gibt bestimmt Schlimmeres. Aber jetzt nochmal Daumen drücken und hoffen, dass wir es richtig Geiles rausziehen. Ach komm, das letzte Mal hat es Glück gebracht, deswegen machen wir nochmal ein Deadpack. Und diesmal hat es kein Glück gebracht, das Deadpack. Also, wieder ein Spieler. Bukay, ich kann nicht mal zum Aussprechen. Und dazu noch ein Bielefeld-Spieler mit Tom Schütz. Und wieder den Tremmel. Also, den habe ich schon im Verein. Ich glaube, der ist nichts mal mehr wert. Ja, 300, also. Wie ich sagte, nichts wert, der Herr Tremmel. Spartak Moskau-Zeichen, bitte. Keiner haben wollen, denke ich mal. Lass mich aber immer gern überraschen. Doch, das geht sogar noch weg für 52. Ja, sagen wir mal 150, so. Spotkaufpreis 400, da könnte es von mir aus haben. Was wirklich eine kleine Überraschung ist, dass sowas doch hier auch gefragt ist. Der Spartak Moskau-Trikot und das Stadion. Ihr seht's, ich habe das in Signal Iduna Park, da brauche ich natürlich kein anderes Stadion. Aber den können wir getrost abstoßen, da findet man wirklich keinen weiteren mehr. So. Also, ein geiles Pack hatten wir zumindest mit dem einen Spieler, ja. Den Informspieler. Und wie ich sagte, es ist eine Sache verkauft. Ja, für 1000 direkt. Direkt weggegangen, der eine Spieler. Wie ihr seht, Kruse habe ich auch aufgesetzt. Aber was mich am meisten interessiert, wird auf diesen 40.000. Wir haben schon mal 40k sicher für diesen Informspieler. Das ist doch geil. Also ich kann nichts mit ihm anfangen und 40.000. Ich werde euch dann natürlich auch über Facebook auf dem Laufenden halten, wie viel es am Schluss gab. Und ja. Aber 40.000 Münzen schon mal safe dabei, also das ist schon mal, damit kann ich leben. Ich wollte ja 50.000 Sofortkauf machen, das wäre dämlich gewesen, merke ich jetzt, weil dann wäre direkt für 50.000 weg und so. Kann es noch steigen? Boah, und ich habe ja gesagt, ich wollte noch mehr irgendwo das Dortmund-Trikot sneaken, das ist jetzt aber gerade egal. Deswegen, ach, hat er noch nicht aktualisiert. Deswegen zeige ich euch jetzt mal ein bisschen über beide Teams. Da war klar unser Bundesliga-Team zuerst, wo wir
Zuletzt, ich dachte zwar, ich hatte schon einen guten Kader, aber ich habe ein bisschen nachgebessert, besonders defensiv und in der Innenverteidigung habe ich jetzt nochmal Tövedes und Castro nachgelegt, weil das war mir auch ein bisschen instabil davor. Da waren immer noch zu viele Gegentore. Ich würde immer noch gerne Neuer, würde glaube ich jeder gerne ziehen, oder halt ein Leno ziehen, der es noch ein bisschen stabiler macht, weil Sommer ist leider ist ein guter Tor, aber leider nicht immer voll auf dem Posten, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß, ihr seht gerade die Chemieanzeige und Bewertung nicht. Moment, das ändern wir gerade mal. Dann schiebe ich euch na klar ein bisschen mein Kamerabild runter, dass ihr nämlich auch die Chemieanzeige seht. So. Jetzt seht ihr nämlich auch die Chemieanzeige. Könnt ihr auch sehen, das ist. Mit dem Bundesliga-Team haben wir eine 82er Bewertung und eine klar 100er Chemie, falls es ein komplettes Bundesliga-Team ist. Und na klar den Klopp als Trainer. Also ich finde nämlich persönlich, Jürgen Klopp gehört einfach zu so einem Team dazu als Trainer. Wenn nicht Kloppo, wer denn dann? Da haben wir noch hier auch, wie gesagt, Rodriguez, Hövedes, Bender, Hector. Beide Benders sind dabei. Castro, der ein sehr guter defensiver Spieler sein soll. Vorne die Offensivreihe mit Schürrle, Götze und Hermann hat auch besitzt. Und ganz vorne drin habe ich mir Chicharito geholt. Vor Chicharito hatte ich schon immer Stindl drin. Der hat ordentlich genetzt, aber ja, ich sehe gerade, ich habe euch die Kamera schlecht verschoben. Dann ändern wir es nämlich gerade mal, indem wir euch die Kamera noch ein bisschen hochschieben. Das sehen nämlich auch, wenn ich da durchscrolle, alles seht. Weil ich möchte ja nicht, dass ihr nicht alles nicht seht. Aber halt auf der Bank noch ein Horn als Torwart, Ersatztorwart. Kimmich, von dem ich euch ja eben gesagt habe, der wirklich gut vorbeikommt. Dann noch Meier, Stindl, der vorher mein Stammschirmer war, der richtig durchzieht. Rode defensiv, den ich halt jetzt durch Castro ersetzt habe. Bartra, der auch gut spielt, aber wo ich einfach gesehen habe, ich brauche noch ein bisschen was, um insgesamt die Verteidigung besser zu machen. Da werde ich dann aber mir auch einen gelernten rechten Verteidiger wohl noch holen müssen, weil Hector macht das im Moment nur aushilfsweise, weil ich da keinen anderen habe. Und Kuba, der ist auch ein guter Einwechselspieler, auch wenn er non-race. Wenn ich ihn bringe, bringt er die Leistung. Und dann habe ich auch noch die Davi, Süle, Wendel, Halilovic und Kakawa mit vom Kader her. Ja. Und nein. Und dann gehen wir mal zur nächsten Mannschaft, die ich euch zeigen will. Das ist mein La Liga-Team. Was so gesehen das stärkste ist, das eine 83er Wertung hat und 100er Chemie. Hier sehen wir schon, wie ich angesprochen habe, der eine Wants to Watch, den ich geschoben habe mit Umtiti. Wo ich aber nicht weiß, ob man ihn Form kriegen wird, was das natürlich ein bisschen immer macht. Sollte man verkaufen, sollte man nicht verkaufen. Aber ich denke, ich werde behalten. Natürlich im Tor. Ter Stegen habe ich da gezogen. Ist solide. Dann noch den geliehenen Informspieler Philippe Luis, der aber auch noch zwei Spiele hat. Danach muss ich mal gucken, wen ich da hinstelle. Aber da gibt es bestimmt welche auf der Bank, die man noch entkannt. Musacchio als Innenverteidiger. Carvajal hat dafür aus, der ist auch viel wert, so wie ich gehört habe. Bale ist auch ein geliehener Spieler. Landatla. Diesen Kerl, den mag ich auch sowas von. Den habe ich jetzt schon dreimal gezogen, Ada Turan. Und der bringt gut Geld in die Kassen. Also, ja. Ist auch ein geiler Spieler. Dann noch Nzonzi. Nasri, den ich ja eben schon angesprochen hatte. Benjader von drin. Und Adruiz auch noch. Die Bank ist dann halt auch mit Lopez. Als Ersatztorwart. Jofran. Dennis Suarez. Eigentlich auch ein ganz interessantes Spiel, wie ich persönlich finde. Rafinha. Pato. Oh, ach, bei dem verspreche ich mich immer. Deswegen gucke ich jetzt mal, dass ich mich nicht wieder verspreche. Kolodiatzak. Kolodiatzak oder so ähnlich. Würde ich ihn aussprechen. Ach, und war's. Aber auch hier, wenn man sieht, wenn die Live-Verträge ausläufen, habe ich noch einen Courtois. Contrao. So ein Kroondeli, die man noch ein bisschen dann auf die Ersatzbank nachlegen kann, weil
hatte auch bessere Spiele sind. Aber man bräuchte ja klar auch einen rechten Mittelfeldspieler. Was auch sehr. Und als Trainer Zinedine Zidane. Den habe ich jetzt auch schon zweimal gezogen. Bringt auch gut Münzen und ist auch ein geiler Trainer. So. Ich habe natürlich noch ein Premier League. Dann möchte ich euch auch noch mal ein italienisches, französisches, was ich habe. Und eine deutsche Mannschaft habe ich aufgebaut. Ich denke, wir können sogar vielleicht eine spanische aufbauen. Da gucke ich gleich mal, ob das auch noch möglich ist. Aber die Teams zeige ich euch noch mal. Und danach werde ich selbst persönlich wahrscheinlich dann offscreen, aber in der Weekend League weitermachen, weil ich habe gemerkt, immer wenn ich rede und spiele, verliere ich. Also das habe ich nämlich gemerkt, wenn man mal im Teamspeak ist, dann redet und spielt. Da lief es daneben. Hier sieht man auch meinen zweiten Once to Watch, den ich gezogen habe mit Sané. Der, denke ich, gute Chancen und auch mal in Form zu kriegen und sich dann noch zu steigern, was schon geil wäre. Aber als Kader im Moment, Ziele halt der geliehen ist, genauso wie Ivanovic oder Hazard, die sind halt geliehen. Auch Gabriel ist nicht der geilste Spieler, hier habe ich auch eine 32er Wertung. Ebenfalls Kloppo als Trainer, weil ich habe ihn erstmal englische Liga und deutscher gelassen, weil dann kann man ihn sowohl fürs Deutschland-Squad, für die deutsche Liga, als auch hier für die englische einsetzen, was auch schon geil ist. Daneben Danny Blind, der halt auch mit Damian gut linkt. Und dann einer der Top-Spieler, der wirklich durch diese Challenge nur machbar ist, Ramele Sterling, der Lilane, der halt auch bessere Werte hat als der normale Ramele Sterling, da er der Premier League-Spieler, der links erstmal sieht, Erzbesitzer, dahinter noch Eriksen und Carzola. Hazard habe ich ja angesprochen. Und ganz vorne drin Benteke und Slimani, die ich auch gezogen habe. Und ja, auf der Bank halt dann noch Mignolet, Henderson, Bertrand, Pereira, Son, Oscar und Musa. Aber dann halt auch, er ist im Moment auf der Reservebank, zwar nur der Sané, wie ich sagte, dadurch, dass ich halt mehr habe da auf der Bank, vielleicht spielen, aber wenn die Leihverträge auslaufen, dann ist Sané safe im Kader. Negredo haben wir dann noch. Gillo Boggi, der hat ja mal bei Werder gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Oxford Chamberlain und Lucas Leiva, da auch. Oh. Und dann gucken wir jetzt mal in die italienische Liga, die heißt ja seit diesem Jahr Calcio A, nicht mehr ganz Serie A. Das ist ein Team, wo halt nur ein Leihspieler drin ist, wo der Rest sonst gezogen ist. Viviano halt im Tor, man sieht halt, es ist mehr auch italienisch, weil viel Italienisch halt in der italienischen Spiele auch spielen. Abate über Verteidiger Rodriguez und Murillo in der Verteidigung und Perez dann halt noch. Hier ist auch halt die Taktiken 4-1-2-1-2, weil das halt die Spieler, die ich dafür habe, hergeben. Dann halt Beliga, Parolo, Sosa und Cadrado, die auch gezogen habe, und vorn drin halt Callejon und Icardi. Wo man aber sagen muss, auf der Bank habe ich auch noch was zum Nachlegen mit Merali, Aquilini, Jorgensen, Sandro Immobile, der ja in der italienischen Liga aufblüht wieder, und was man ja nicht sagen kann in der deutschen Liga, hier ist er nicht aufgeblüht. Dann Rüdiger, den wir eben nochmal gezogen haben, Barion, Totti nicht im Kader, weil wir müssen nur mal auf die Geschwindigkeit gucken. Da bin ich ganz ehrlich, ich hatte auch mal Xavi Alonso kurzzeitig im Bundesliga-Squad, habe ihn danach aber wieder verkauft, weil ich kam nicht mit ihm klar, weil er einfach so saulangsam ist. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ein langsamer Spieler. Manche mögen es, manche halt nicht, aber ich mag es persönlich nicht so, deswegen erstmal nur da. Also wie bei manchen anderen, wo ich denke, dass Tilo vielleicht noch Chancen hat, wenn von so Leihspieler der Vertrag ausgelaufen ist. Okay, morgen kriegen wir einen Nachschub mit Leihspielern. Man darf er nicht vergessen. Momentan auch Joachim, meine ich, im Team der Woche. Das weiß ich gerade nicht, da können wir gleich nochmal nachgucken, genau.
Barthela ja auch ein ganz guter Spieler, wie ich finde. Den man auch gut einsetzen kann. Ich gucke jetzt noch gerade aufs Team der französischen Liga, wo ich auch wieder völlig anderes System gelegt habe mit 4-1-4-1. 4-4-1-1, so rum. Auch ein Trainer, da ist halt auch Subasic als Leihspieler, genauso wie der Glick in Form als Leihspieler im Kader. Ansonsten Kurzawa. Yanga Mbabi. Ich hoffe, man spricht ihn so aus, genau weiß ich es nicht. Hilton. Valbuena. Halt Toulalon. Ich weiß nicht, wie alt er mittlerweile ist. Der spielt aber immer noch. Also, der wird irgendwie nie alt, hat man das Gefühl. Genauso wie Buffon. Buffon ist ja mittlerweile, geht auf die 40 zu, glaube ich, und der spielt immer noch. Das ist auch. Viele hatten schon aufgehört. Dann noch Baderus, Mucinho, Lemar ebenfalls geliehen und vorne drin halt Falcao, den habe ich auch gezogen, was auch ganz nice ist, weil Romelu Lukaku heißt der ja. Weil Falcao ist eigentlich auch ein guter Spieler, halt auf der Bank noch mit Areola, Sanson, werde sich alle wieder aufzählen extra. Menes und auch dem als zweiten Stürmer halt den Ex-Schalker Belhanda. Wo ich auch nicht weiß, was er bringt. Oder auch noch den Bruder von Paul Pogba. Der sich hier für Guinea entschieden hat zu spielen, nicht für Frankreich wie Paul. Wäre schön, würde ich den anderen Pogba auch noch ziehen, das wäre halt richtig nice. Und beide Pogbas zu haben. Das muss man abwarten. Und auch hier gucken, wenn die Leihverträge ausgelaufen sind, wie es weiter ist. Und wie ich es euch gesagt habe, ich habe ein Deutschland-Team erstellt. Das will ich euch dann auch mal kurz zeigen. Das ist im Moment. Dadurch ein Ter Stegen im Tor. Links habe ich Hector, die Innenverteidigung Bender und Höwedes. Man sieht es auch. Alle Spieler spielen in der Bundesliga, außer halt mal Torwart. Wir spielen in der Spanischen. Und Brusinski, der ist auch nur geliehen, deswegen habe ich ihn erstmal reingestellt, weil ich im Moment sonst keinen anderen Außenverteidiger wirklich habe. Bender im defensiven Mittelfeld, der erstmal spielen wird, wobei ich vielleicht auch Castro spielen lasse, muss ich mal gucken, weil Castro hat zwar die schlechtere Gesamtwertung, aber ein bisschen bessere Werte, in manchen auch schlechtere. Fange erstmal mit Bender an persönlich. Dann die Offensivreihe mit, was mal so, Schürrle, Götze, Didavi und Hermann und vorne drin als Stindel. Ich hoffe, dass er so weiter netzt, halt wie in meinem anderen Squad. Und dann halt auch hier Kloppo als Trainer, als deutscher Trainer, als einziger deutscher Trainer im Spiel, muss man ja dazu sagen, der wirklich was ist. Und die Ersatzbank ist halt auch nicht schlecht besetzt mit Horn, Süle, Rode, Castro, Kimmich, Meier oder auch ein Sané. Hat halt erstmal so noch im Kader, im erweiterten halt noch Thaler, Rüdiger, Tasri, Weigl und Kießling. Und ja, was da insgesamt rauskommt, müssen wir rausgucken. Wie gesagt, ich wusste gerade nicht, was insgesamt das Team der Woche ist. Das sind hier die Must-Watch-Spieler, die ich euch auch noch mal alle zeigen möchte, welche es da so gibt. Vielleicht haben wir morgen Glück und ziehen ein. Da haben wir halt. Wie gesehen, manche, die schon Inform haben, auch schon mit dem neuen Bild oder den neuen Stärken, weil jeder Wants to Watch wird stärker, wenn er Inform kriegt. Wie zum Beispiel Higuain oder auch hier Pogba direkt zu sehen bei denen. Auch auf der Bank gibt es ein paar, die schon Inform haben. Wie zum Beispiel Sanson oder Embolo oder auch Milik. Auch Guardiola wusste ich auch nicht, dass der in Inform schon gekriegt hat. Und wenn man noch halt, wenn man eine schwarze kommt, diesen Karten hat, ist man wirklich schon. Auch in FIFA-Münzen reich, weil die schon was Geiles ist. Aber wertvollsten und teuersten sind dann klar vorne hier Higuain, Pogba oder auch ein Hummels. Glaube ich, kann überraschen, deswegen der Werte. Aber ich weiß, stimmt, ich könnte mir jetzt wahrscheinlich einen Dembélé holen. Wenn das wirklich so geil ist. Wenn wir die 40.000 Münzen kriegen, ich glaube, Dembélé geht für 40.000 weg. Weil das ist ein Spieler, den hätte ich immer noch mal gerne als Monster Watch. Dembélé, der ist wirklich ein interessanter Spieler, wie ich persönlich finde.
und Jung. Oder auch Batshuayi hätte, das ist auch eine Karte, die ich gerne persönlich hätte. Ich will gerade mal gucken. Nein, die wollten wir nicht. Ja, Batshuayi muss man schon 60.000 hinlegen. Ah, der ist 40.000 jetzt. 50, also 50k muss man für Batshuayi hinlegen. Oh, Dembélé ist wieder gestiegen. 70. Ja, okay, da brauchen wir doch noch mehr. 61. Da brauche ich doch noch ein paar Münzen, um Dembélé mir leisten zu können als Once to Watch. Ja, der vielleicht. Ich denke zwar, der wird auch richtig hoch noch gehen. 22 Stunden noch halt drauf. 80 bräuchten wir dem Rahmen. Deswegen, wenn der wirklich für 80 weggeht, unser Inform, wäre schon geil. Hätten wir zumindest leisten können. Weil die beiden, die ich habe, die. Ah, wieder falsche Taste, will ich mal gucken. Die sind. Deswegen, ihr dürft ja mitentscheiden, ob ich die verkaufen soll. Ja, doch. 70k für Umtiti. Ja, aber wenn man schon sowas wieder sieht, das sind schon wieder Unterpreis für so wenig. Müsste ich manche Umtiti verkaufen? Nein. Oder auch ein Sané. Mittlerweile nur noch bei 50, der war mal mehr wert. Aber anscheinend mehr als Umtiti. Deswegen, die sind auch nur noch bis Montag im Pack, deswegen ja auch morgen die restlichen FIFA-Points als Pack-Opening inklusive den Vorsteller-Packs, die ich da mit reinnehme, oder auch Mané, werden eigentlich wert. Würde ich jetzt mal gerne wissen. War 100. 80. 75, also den kann ich mir auch noch nicht leisten. Aber das wäre irgendwie so ein Wunschspieler von mir, ein Mané. Mané, Batshuayi, Dembélé, von mir aus aber auch Morata. Higuain, Pogba ist na klar, oder Hummels, klar. Der geht für sau wenig weg, der Morata. Also, wenn wir Glück haben und unser Spieler weg ist, dann biete ich euch jetzt noch, ich guck mal drauf, wie lange das noch ist, im Stream auf Morata. Der geht für 27k weg, also Schnäppchen für den, von den Once-to-Watch-Spielern. Und er ist ja kein schlechter Stürmer. Wenn die Fragen kommen, auch von euch, worauf ich spiele, ich spiele auf dem PC. Also, das sind die PC-Preise, da müsst ihr dann selbst gucken. Wo ich jetzt auch mal gucke, wie gesagt, das Team der Woche, wo ich ja Live-Spieler von kriege. Gesagt, ja, Luis und ganz vorne auch Higuain, die dabei sind, Natla Embolo wäre auch ein Live-Spieler, Costa. Wieso Çalhanoğlu und Spieler der Woche kriegt, das weiß ich nicht wirklich. Also, die haben zwar gewonnen, die Leverkusen, aber ich fand nicht, dass es Çalhanoğlu so überragend war. Da waren andere besser, aber FIFA hat so entschieden, auch Poldi hat einen Inform. Von diesen Spielern oder welche, die man nicht kennt. So, manche auch. Die haben Luxusprobleme. Hey, den haben wir gerade erst gezogen. Das ist der aktuelle Inform. Wusste ich auch nicht. Ich dachte, er wäre von letzten Uniformen. Die kann man ja auch manchmal ziehen. Aber, wir haben ja, wie gesagt, geguckt und wir sehen ja. 99, 60, 70. Hauen die den jetzt weg? Für wie viel der weggeht, dass er so um die 50 weggeht, ist nice. Das Team da auch, wo wir dann morgen auch noch, wie gesagt, noch zwei Spieler von haben. Und ja. Ich gerade nochmal, ob wir irgendwas verkauft haben. Weiß ich sehe nicht. Steht ja gerade. Mal gucken, ob der mittlerweile gestiegen ist. 51k kriegen wir jetzt schon für den. Also Hammer-Spieler wirklich. Und wie gesagt, ich sage euch zum Schluss, was ich dafür gekriegt habe. Auf Facebook könnt ihr das nachgucken. Und deswegen, danke fürs Zugucken und haut rein, bis zum nächsten Mal. Denn ich denke, wie gesagt, morgen dann als Livestream hauen wir doch ein bisschen Pack-Opening raus. Und dann hoffe ich, dass ihr auch wieder einschaltet und Spaß dabei habt. Deswegen danke fürs Zuschauen und haut rein. Bis denne.